Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fallout 4. Wir gehen zurück zur Base. Ich habe keinen Bock, Piper weiter voll zu stopfen. Ich will meine Power-Rüstung haben und... Ja, mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Witzig, die Fabrik habe ich noch gar nicht erkundet. Ich muss es mittlerweile sagen, dass mir das Starlight so cool es auch sein mag und auch wie praktisch die der Bauort an sich ist, es hat einen immensen Nachteil. Und den merke ich leider immer wieder. Lange Laufwege. Ich reise gefühlt eine halbe Ewigkeit hin und eine halbe Ewigkeit zurück. Ich brauche einen zentraleren Ort. Ich brauche einen Ort, wo ich, naja, mehr. Also. Wo ich einfach meine Ressourcen besser planen kann, hinpacken kann, behaken kann. Überleg mal, die Karte ist so groß, ne? Hier ist das Starlight, ganz weit oben im Norden. Hier ist es mein aktuelles Gebiet, wo ich hingehe. Da ist Grenze. Also eigentlich müsste meine Base im besten Fall hier so sein. Aber die Station ist scheiße. Wobei die Laufwege optimal waren. Das ist scheiße. Hier ist auch, glaube ich, auch nichts Gutes. Deswegen will ich mir jetzt den Punkt hier holen als nächstes bei Preston. Da bin ich relativ, ich glaube, so weit in den Norden gehe ich gar nicht mehr. Bin ja ziemlich mittig. Ich hoffe es zumindest. Piper? Wir haben uns vor oben Starlight schön eingerichtet und alles. Und ich würde die Station jetzt erstmal nicht, naja, verkehren lassen. Wir werden sie behalten. Wir werden da definitiv noch ein bisschen rumbauen und so. Aber ich würde sie am allerliebsten irgendwo... Also, ich würde am allerliebsten ein bisschen umsiedeln. Von mir aus könnte legendäre Waffen immer noch da hochgebracht werden und alles. Oder ich mache halt eine zweite Basis, wo ich heute irgendwann mal alles umsiedeln werde. Oder nicht umsiedeln werde. Ich will halt definitiv von da oben mal weg. Beziehungsweise einfach mal ein bisschen mehr Siedlungen haben. Und zu gucken, ob ich nicht vielleicht später doch noch woanders hingehe. Man muss aber auch dazu sagen, die Laufwege sehen größer auf der Karte aus, als sie wirklich sind. Also man ist relativ schnell wieder da, wenn man einmal den Weg läuft. Nur wenn die Powerrüstung keine Energie mehr hat, dann ist man so... leicht am Arsch. Ich vertraue diesem Auto irgendwie nicht. Du hast keine Probleme damit, Ärger zu finden, oder? Meist kann ich nichts dafür. Hey, ich bewerte das gar nicht. Ganz ehrlich, es ist schön, Dinge mal nicht allein zu machen. Bei meiner Arbeit wird es schon mal ziemlich brenzlig. Ich wurde angeschossen, vergiftet, fast hingerichtet. Scheiße. Bis vor kurzem hieß der Knast in Diamond City noch Piper Suite. Ich würde sagen, alles für die Story. Du hast ein spannendes Leben geführt. Klar, aber ganz ehrlich, hier draußen mit dir habe ich das Gefühl, dass noch einiges möglich ist. Ärger bekommen, das machen Leute wie wir. Ich meine, wir sind hier draußen und begeben uns in Gefahr, damit die Leute im Commonwealth eine Chance auf ein besseres Leben haben. Nicht wegen Lob, Belohnungen oder Ehre, sondern weil es das Richtige ist. Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich sehr freue, mit dabei zu sein. Ich hätte es mir nicht anders gewünscht. Ich mag es, wenn du in meiner Nähe bist. Oh, danke, Blue. Das ist unglaublich süß. Und kommt unerwartet. Also, willst du hier verschwinden? Hat doch geklappt, der Flirtversuch.
Und wir sind einfach bis rumgelaufen. Sie bewundert das. Easy peasy. So. Weil zur Base. Ich mach's die. Ich nehme die Begleiter eigentlich nur mit, wenn, weil die haben eine Quest, die ich halt gerne machen will. Irgendwie. Anderen Grund hat das ja nicht. So, ich frage mich ja auch, ob es hier wieder angegriffen wird oder nicht angegriffen wird. Weil die meisten Angriffe kamen ja immer im Arsch der Welt. Also immer von da hinten. So, ich würde auch trotzdem mal versuchen, ob ich. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Ich habe 93 Wasserproduktion. Okay. Ob ich sagen kann, hier Piper? Genau. Perfekt. Piper ist gerade irgendwie leicht verhindert. Scheint wirklich was zu werden. Weil ich doch mal sehr auf mich angucken. Sie ist vielleicht einfach nur nervös. Aber lange nicht mehr gemacht. Wir werden natürlich gleich Piper leer räumen, wenn ich sie mal wieder finden würde. Ich komme auch nicht bei den Roboter nicht durch. Das nehmen wir alles mit, das braucht man nicht. Mats können gleich rein. Munition und so packt man natürlich auch erstmal rein. Es kommt ja später alles da hoch. Braucht die noch 45 Munition? Schieße mit der Waffe. Energiezelle. 308. 556. So, wo liegen ihre Waffen? Granaten natürlich. Was gibt's denn zu tun? Wahrscheinlich habe ich ja was, was du brauchen kannst. Ja, du hast den ganzen Scheiß von mir.
Bei den ganzen Schrott. Und es wird euch richtig viel Spaß geben, das alles zu verwerten. Komm schon, Blue. Ich nehme dir was ab, bevor du... noch zusammenbrichst. Das bringt mich schon nicht um. Ich habe dann bloß ungefähr das Doppelte mehr, als ich eigentlich tragen dürfte. Okay, das ist echt eine Menge Zeug. Das verkaufe ich nicht nur, das behalte ich. Das ist einfach die beste Währung im kompletten Spiel. Findest du gefühlt jede Ecke und kannst für gut Zeug verkaufen und bietet nichts, selbst im Überlebensmodus. Ich ärgere mich, seitdem ich das jetzt weiß, oder seitdem ich das so mitgekriegt habe. Ja, dumm und dämlich eigentlich schon ein bisschen. Aber ja, ich mache den Fehler, damit ihr sie nicht machen müsst. Also, ihr habt es schon gemacht. Aua. Haben wir alles? Ich würde sagen, ja. So, Waffen rein. Ich habe vergessen, die Gewehre zu verwerten und die Rüstung. Da gibt es immer Schlimmeres. So, nein, die Plane-Kinder kann rein, das kann rein, das nicht. Es ist Wahnsinn, was wir jetzt an Ressourcen kriegen. Hier draußen schneidet man sich weniger oft an Papier. Einfach Wahnsinn. Wir campen natürlich da oben. Da würde ich aber vorher lieber einmal speichern. Weil ich habe keinen Bock, hierher die zu töten. Eine riesengroße Todesquelle kommt an und tötet mich. Wir sind ja so geil. So, wir nehmen gerne mal jetzt 100 Schuss raus. Ja, eine leuchtende. Genau so ein Scheiß
Habe ich erwartet. Ich habe genau erwartet, dass so ein Kackwurm das losgeht. Weil die Todesfreien natürlich etwas größer sind als das. Aber da habe ich auch schon eine Idee. Wir werden... Was ist das Holzbaum? Wir werden... Er ist halt schon wieder ein bisschen zu hoch. Deswegen, ich hatte gehofft, dass sie die Kleine nehmen kann. Vielleicht kann ich die so ein bisschen so dran wichsen, wenn hier was dran steht. Weil ich will mir jetzt hier oben noch mal eine extra Ebene machen, wo ich mich mal, ja, ein bisschen sicher oben draufstellen kann. So relativ sicher. Dass er dann von hier oben aus die erschießen kann. Vielleicht bringt es auch Aufwand, vielleicht nicht. Wir werden sehen. Beim Endeffekt jetzt ist er wegen noch, ist er noch weniger Platz durch die großen Dinger. Scheiße. Beschissen. Wir würden die Zäune einfach weglassen. Wir machen das mal weg, ich werde ich jetzt eh nicht brauchen. Okay, ganz vorsichtig. Bei den Zaun habe ich ja nur gebaut, damit ich angreifen kann, aber was würde ich, was mache ich denn, wenn ich mal kurz ein bisschen höher gehen müsste? Oh. Rüsttreppen? Kann ich jetzt einfach hier oben drauf einen Boden hinsetzen? Ja, es funktioniert.
glaube, da setze ich erst die Rüstrampen hin, damit ich von oben besser schießen kann. An so ein paar Stellen. Es sieht beschissen aus. Aber der Vorteil ist, ich stelle mich oben drauf und kann einfach super drauf ballern. Wir probieren es. Aber wir wissen definitiv, greift mir so eine große Todeskralle an, dann bin ich im Arsch. Die hat mir ein paar EP geklaut. Wenn du willst, kann ich etwas für dich tragen. Ich habe Fragen. Zur Hölle kam da ein Bär hier hoch. Und die Todesgrade hat ganz schön aufgeräumt. Die hat nichts mehr übrig gelassen. Mistvieh. Das heißt aber auch, also, Todeskralle ist kacke zusammen mit anderen Tieren. Also alles, was aggressiv ist, ist also kacke in Kombination. Aber ich hätte auch ehrlich gesagt keinen Bock, jetzt das umzubauen. Viel lieber würde ich die dann einfach mal trennen, dass ich da so ein und ein Zaun oder irgendwas dazwischen setzen kann. Naja, irgendwas, was sich auch wirklich voneinander abhält. Weil so kommen die halt definitiv nicht mehr aneinander ran. Es sieht jetzt noch beschissener aus, aber es ist halt eine, ich sag mal, eine kleine Verbesserung eventuell. Dadurch, dass da eh nicht alles perfekt steht. Reden Sie weiter. So, jetzt dürfte keiner von diesen Mistviechern mehr irgendwo hinkommen.
wo ich hingehen dürfte. Okay, hier ist ein bisschen mehr Luft, aber es sind eine Todeskanne. Die passt da nicht durch. Hoffe ich mal. So, jetzt haben wir ein bisschen Schrott. Echt froh, dass ich hier gespeichert habe. So, jetzt gehen wir mal hoch und machen Ausrüstung. Gucken. Die Granaten habe ich drin gelassen, okay. Wir gucken uns mal die verschiedenen Waffen an, die wir jetzt gefunden haben. So, können wir einen Schlagring an die Wand anbringen? Schlagring ist uninteressant. Hopp. Passt. Die Waffe, wo sie drin schaut, wenn es das Leben hat. Ja, ist gut. Brauchen wir aber nicht wirklich. Das ist ein langer, okay. Dann müssen wir jetzt zum kurzen nochmal gehen. Zack. Zack. Raketenwerfer. Natürlich habe ich keine schweren auf Vorrat gebaut. Warum sollte man sowas auch tun? Ob man ja mal irgendwoher schwere Waffen kriegen würde, nein. Zu meiner Verteidigung, ich habe aber lange echt keine schweren Waffen gekriegt. Das Schlimme ist ja, wie mehr ich halt diese Base ausbaue, desto weniger möchte ich eigentlich hier weg. Wir lassen das wahrscheinlich jetzt Hauptbase, aber bei der anderen würde ich sagen, da ist wahrscheinlich scheiße, ja, wo wir hingehen. Also, wir müssen einladen, Hauptsache drin. Ist gut. Schade, wenn wir mal sehen, kosten. Ja, die Munition auf Fusionszellen. Das ist cool, das ist echt cool. Auf Fusionszellen, so kann man die Waffe später noch mal verwenden. Nö, die lassen wir Standort. Cool. Gammerknarre. Erhöhte Schaden, erhöhte Reichweite. Scharfschützengriff. Also dritt halten und durch aufladen. Schadensursachen. So, auch gut Glück. Die ist schon besser Verschluss. Zum Lauf, Rückschutzdämpfer. Wo ist die Schnellladetrommel? Lex, Schalli-Trop. Die ist zum Bald leider voll automatisch. Schade. Nichts bleibt für immer verborgen. Schade, das macht sie nicht gerade besser für mich.
Obst oder kann ich nicht an die Wand hängen? Ich hab vergessen, die Rüstung zu verwerten. Egal. Verwerten, verwerten, verwerten. Ach ja, und verwerten. Jetzt habe ich hier nochmal Vorkriegsgeld raus und gut ist. Bei mir Schrauben. 819 Schrauben. 584 Schaltkreise. Da fragt man sich echt, lohnt sich echt noch Schrott mitzunehmen? Dazu brauchen wir bei den Warenwert. Noch Schrott. Klar, es gibt jetzt Sachen, die müsste man echt mal noch mal ein bisschen mehr sammeln, aber im Ganzen habe ich echt mehr als genug Schrott wieder, also ein paar Teile zumindest. So, das könnte man nehmen, bringt mir aber nicht viel. Auch nicht viel. Schaden durch Menschen. 13, 21 auf das linke Bein. Nee. Linker Arm, Tarn, na ja, gut. Pyro finde ich jetzt auch nicht allzu geil. Das hier. Würde ich auf 8 hochkommen, das ist aktuell viel zu wenig und das ist schon max ausgebaut. Hey, tut mir leid. Das ist Leder. Rechter Arm, linker Arm. Guck mal, perfekt ausgerüstet. Das ist Kampfrüstung. Er sieht sogar optisch ein bisschen anders aus. Raider war das allererste. Okay. Achso. Wir müssen jetzt die Zone umlagern. Oh, welchen diebischen Elster natürlich. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Schrott könnte man mitnehmen, aber nur das, was aktuell zu wenig ist. Und ich meine, alles, was ich für Waffen habe, habe ich ausreichend. Alles, was ich für Rüstung habe, habe ich ausreichend. Sprich, die einzige Ressource, die ich würde noch bräuchte, wären Öl. Wenn ich jetzt mal gucke. Ballistische Fasern, definitiv. Aber das brauche ich halt nicht so häufig. Glasfaser brauche ich eher für Elektrowaffen. Ich bin aber nicht so ein Fan von denen. Also auch unnötig. Kupfer, Blei.
für Munition, klar. Dümmer auch teilweise für Munition. Aber der sollte eigentlich ja nebenbei produziert werden, tut's aber nicht. Schaltkreise, Verteidigung habe ich noch, Schrauben hier noch, Stahl genug, Stoff hier noch. Öl aktuell auch wieder. Also Schrott können wir echt liegen lassen. Diese Statuen hier sind auch eine schöne Handelsbasis. Was ist denn jetzt mal eine Nuka Trade hin? NNN. Da. Irgendwann wird es nochmal ganz wichtig sein. Auch wie diese U-Bahn-Marken, ganz wichtige Sachen. Munition. Ich hätte gern bisschen 5, 6. Fusion kann ich glaube nicht herstellen. Schrottpatrone. Ich kann jetzt schon die elektromagnetischen Kartuschen herstellen. Ich hätte gerne mal noch ein bisschen 5, 5, 6er. War das Blei und Kupfer, ne? Blei und Dünger. Bleihammer, Düngerpad. Da ich eh nicht so richtig weiß, wohin mit dem ganzen Dünger. Und ich hatte eigentlich immer gehofft, dass die Brahmins irgendwie nochmal dann Dünger produzieren, aber tun sie ja nicht. Doch, Doktor ist dann auch nicht da. Wenn du noch nicht im Grey Garden warst, guck dir an. Alles von Robotern betrieben. So, das ist meine Pause, mit der ziehe ich dann demnächst los. Mutter Natur weiß immer wieder aufs Neue zu vergriffen. Trotz aller Verwüstung durch den Krieg ist der Sonnenaufgang noch immer so schön. So, wir brauchen natürlich noch ein paar von unseren schönen Drogen. Dünger haben wir irgendwie auch noch genug da. Fragt mich nicht. Hier könnten wir auch was herstellen, theoretisch. So, braten. Meierfleisch, kann ich mitnehmen. Todeskrallensteak.
So, ja, Quai behalten wir noch. Wir haben leider kein schmutziges Wasser. Aber ich habe auch keinen Bock, immer die ganze Glasflasche mit mich rumzuschleppen, aber ich glaube, das müssen wir echt mal wieder anfangen. Ringkornaufzug ein bisschen größer angehen und dann immer Nudelsuppe mitnehmen. Oder halt andere Suppe. Achso, das habe ich jetzt alles ins Inventar gekriegt, ne? Oh ja. Suppe braucht doch keiner. Das können wir behalten. Ist auch. Rettich, Fleisch rein. Das brauche ich nicht unbedingt. 27 Todeskreissticks brauche ich glaube auch nicht. Würde ich ausreichen, ich brauche Wasser. Kann ich was für dich tun? Ich muss das nur sagen. Das ist auch noch ein Bett für mich ein gutes. Dann schlafen wir ein paar Stunden, dass wir mal hier ausgeschlafen sind. Machen wir uns fit. Gesund. Und dann werden wir uns schwer bewaffnen. Und wenn ich sage schwer bewaffnen, dann meine ich auch schwer bewaffnen. Denn wir wollen Preston helfen. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt ein Fettbett brauchen werden, aber... irgendwas Schweres hätte ich doch ganz gerne. Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine... Mhm. Ja. So, und jetzt beschreibt... Wurde verprügelt. Kratzer und... Das wäre geschafft. Stört dich sonst? Nein. Dann ab mit. Muss arbeiten, keine Zeit zum Reden. Hallo. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Klar, ich schau's. Hier ist mein Angebot. Okay, hat da was Schönes für mich. Sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Hast du was Schönes für mich? Ich habe ein Gaussgewehr, Sir. Stop up and take my money. Ich habe auch schon ein paar aufgemutztes. Kostet 873, Alter. Ich glaube nur, dass wir Male haben. 300. Kann ich was tauschen dabei? Moment, ich habe das hier. Ich habe den Scheiß. Könnt ihr die Marken nehmen? Die Ordner habe ich noch nie für was sie braucht bis jetzt. Den Rest machen wir schön mit bisschen Kleingeld. Sieh an, ein echter Klassiker. Wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich mal an... Fucking Gaussgewehr. Oh, da ist echt auch schon wieder was in die Falle getappt hier. Nutzt es eigentlich schon. Eine Todesqualle. Das wird eine Todesqualle. Gehe noch gerne in den Kampf, oder?
eine mystische. Warum nicht? So. Ich bin zwar ein Fan von der Alarmanlage, weil die hat ja einen praktischen Hintergrund. Was brauche ich für meine 2 mm elektromagnetischen Kartuschen? Kupfer, Blei, Öl, Dünger. Ich habe leider keinen Dünger mehr. Zum Glück hat der Typ bestimmt noch irgendwas dabei. Könnte ich wetten. Aber wir haben hier noch anderes Zeug zu verkaufen, von daher scheiß drauf. Hi, wie geht es dir? Wenn du eine Waffe brauchst, bist du hier genau richtig. Dann lass mal sehen, was du so hast. Großartig. 31 Schuss. 0,1. Okay, egal. Egal. Haben Sie auch Dünger dabei? Sechsten Fusionskern könnte man auch gern noch mal mitnehmen. Er hier? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal saubere Fingernägel hatte. Wenn du eine Rüstung suchst, habe ich vielleicht was für dich. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot... Sag mir, was... Vielleicht haben die auch hier mal so richtig... Da war ich auch mal so richtig geilen Scheiß drin. Ich kann auch mit den Werten so nicht anfangen. Vielleicht ist aber jetzt auch eine schwere Lederrüstung auch nicht verkehrt. Der hat 24,36. Was würde meine Brustrüstung hergeben? Ja, okay. Ich weiß es nicht. Ist das schon der gute Laden? Nee, das ist einfacher. Bauen wir mal die guten, wir haben ja die Ressourcen. Den ganz guten, den teuren. Nur 3000 Kronkorken, meine lieben Freunde. 3000! Du? Da. Okay. Ja? Hi. Was darf sein? Klar, ich schau mal. Hier ist mein Ange. Hast du Kacke? Hast du Scheiße da? Nein? Möchtest du einen Drink haben? Es gibt nicht nur viele Ärzte. Ich hab bestimmt Sachen, du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Zeig mal, was du so hast. Hier ist mein. Das schon jetzt ein neues Sortiment gekriegt. Wobei, jetzt hat er schon. Nee, der hat immer noch. Ich frage mich echt, ob es sich sinnvoller wäre, komplett auf schwer umzugehen und auf die Effekte zu scheißen. Weil hier, wir haben hier 15% weniger Schaden. Wir reden hier von was? Rechten Arm. Ich
Bin ich das wahrscheinlich per Ausbau, bin ich bei mehr als 15%. Also. Ah, da würde ich die aber selber herstellen. Ich habe ja die Lederressourcen. Der Kleber auch, naja. Was gibt's heute Gutes? Ja, Construct ist irgendwie, naja, Händler verpackt. I don't know. So, Rüstungsschmied. Wir können natürlich auch eine schwere Kampfrüstung herstellen. Kann man die Burschen herstellen? Die ist ja so schön ausgeglichen von den Werten her. Nee, die ist mir zu teuer. Ballistische Fasern 8. Sechs. Und wer baut halt mal eine schwere Metallrüstung? Stahl, Alu, Leder, Kleber. Stahl, Alu, Leder, Kleber. Alu. Stahl. Leder. Leder. Bitte, Jute, Kleber. Ey, scheiße, 71 Kleber. Wenn das nicht gut wird. Ist das schwer? Ich finde es ein bisschen komisch, ne? Mit leicht, bitte schwer, Mitte schwer, leicht? Ich glaube, das ist ein Anzeigefehler. Komm. Die Produktion ist eingestellt. Ein Anzeigefehler, weil die braucht jetzt auch ballistische Fasern. Fuck. Stahl, Leber, Kleder. Es braucht schon Alu mit dazu. Und das ist schon ballistisch. Das hat jetzt ballistisch. Ne, dann würde ich jetzt einfach sagen, wir gucken jetzt mal im Rüstungshändler und gucken uns einfach da nach einer schweren Rüstung um.
Ich habe die Kronkorken, das sollte kein Problem für mich darstellen. Und es ist doch effektiver, jetzt mit einer schweren Rüstung rumzulaufen, als mit einer leichten Rüstung, die extra Effekte gibt. Eine Rüstung? Klar, ich schau mal was. Sag mir was. Und wenn er das hat, was ich brauche, ey, da sieht man das nicht, ob das jetzt schwer oder was anderes ist. Das sieht man leider nicht. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen auf Vanilla-Stuff gehofft, aber... Probieren? Oder ist es hier verstärkt? Das ist linker Arm, rechter Arm. Was ist denn da der Unterschied? Das ist auch eine Metallrüstung. Aber ist das jetzt eine leichte, schwere oder mittlere? Da liegt auch mal dabei. Deutlich höhere Werte. Deutlich. Ich kaufe mir mal den Harnisch. Arm und das hier. Zeit mit Granaten. Mir egal. So. Halt. Genau, rechter Arm. Genau. Oder ich noch oben was, wo die Werte teilweise die Skala sprengen? Nee. War das hier auch schon abgegradet? Also hat das was im Beischalt und alles mit dem Level zu tun und nicht mit einem anderen Level. Also, ich glaube, das hat was mit dem Level zu tun, was im Beischalt ist, also Skillbaum. Aber es hat anscheinend etwas mit dem, naja, normalen Level zu tun, den man, das man so hat. Bei 32,46 ist halt was anderes. Wobei, gut. Das Wort Verschwendung. Aber überleg mal, das ist heftig. Wir haben hier den rechten Arm. Würde ich den ersetzen? Linker Arm. 15,9 auf 8,7. Weil die haben natürlich Stärke und Ausdauer. Also Stärke würde mich jetzt nicht mehr stören, aber Ausdauer. Klar. Ihr rechter Arm. 15 und 24. Nee, also. Ich brauch doch Kampffasern. Auch ballistische Fasern einfach, die muss ich. Ich hätte eine Idee.
Irene, was ist deiner? Vielleicht ist da gerade eine Händlerin, die ballistische Faser verkauft, so als Schriebsel. Und dann hätte ich mal ballistische Fasern. Ich gehe echt davon aus, dass die schwere Rüstung die Endgame-Rüstung wäre. Danke, dass du uns mit Trudy gehst. Hey. Wenn du handeln möchtest, nur zu. Dann lass mal sehen, was du... Alles berg... So, Schrott. Sie hat Dünger dabei. Kauf mal. Nicht das, was ich sonst brauche. Lederrüstung, Todesschützenmelone, nee. General Chaos Rache, könnte ich mir jetzt kaufen. Egal, Nudelholz. So, weil ich ja ein bisschen Überschuss habe. Der Diffusionskern noch mit. Gut. Dosen nehmen wir halt immer mit. Dann werden wir auch wieder anfangen, hier leere Flaschen mitzunehmen. So, jetzt werden wir noch die das Ghost-Gewehr upgraden. Das Ghost-Gewehr Munition craften. Dadurch, dass ich ja wenig ein Zeug noch mitnehme, würde ich nur das Legendäre und Munition. Es ist praktisch so unnötig, jetzt noch eine extra schwere Waffe mitzunehmen, weil ich habe ja dann eigentlich die Ghost-Gewehr, eine deutlich schwere Waffe. Das Gleisgewehr. Ich hätte ja ganz einfach mal Munition dafür. Ich brauche mich halt nicht damit loszuziehen. Läufst du rum mit so einer 20 Kilo schweren Waffe? Dann, Munition alle. Schön. Öl und Dünger. Kupfer, Öl, Dünger. Ja, stimmt, guck mal, ist alle. Aha. Irgendwie erstmal was reinschmeißen. Ganz egal was. Dünger, Kupfer, Öl. Gleich verwerten. Nein. Gleich verwerten hier. Gucken, ob es noch läuft. Yep. Die drei ist perfekt zum Snipen. So. Gut, beim Start gibt es nicht viel zu sagen. Ghost-Gewehr. Erhöhte Reichweite. Extra Hochschussdämpfung. Warte mal, reden wir mal von der Waffe. Die macht knapp 287 Schaden. Aktuell. Die Waffe wird somit tödlicher als ein Batman. Da weiß er jetzt halt nicht, welches besser ist.
Wird man das auch klerisiert noch ausprobieren wollen? Warte, Kompensator? Schalldämpfer. So als Vergleich? Also... Es geht auch noch ein bisschen daran. Und durch die Nachtsicht... Das ist echt nur noch was für kurze Distanz, also für weite Distanz. Piper? Also wenn ich... Also wenn ich da würde in die Visierin gehe, ich kann das Weiße in den Augen mehr als sehen, wahrscheinlich. Wenn sie mal stehen bleiben würde. Machen wir hier das hier. Ich weiß halt nicht, das müssen wir testen. Ich finde, das ist deutlich näher dran. Deutlich. Also wirklich alles, was du brauchst, erhöhte Reichweite, markiert Ziele. Jetzt müsst ihr mal vorstellen, stell dir mal vor, wir würden das Ding auch Doppelschuss finden. Da wäre er ja bei 806 Schaden. Da hat man ja langsam so einen Schaden mit 806 Schaden. Und das ist ja Wahnsinn. Das ist. Da wäre Ende im Gelände. Ja, du hast gute Dienstleistung mit Doppelschuss. Aber einmal muss ich mal schießen. Ich muss einfach einmal schießen. Das ist der normale. Das ist der aufgeladene. Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oder du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Wieso Bolt nur los schießt. So, dabei fällt 3-8 auch weg. Ich würde halt jetzt auch ganz gerne mein Sturmgewehr umbasteln. Jedes Ganze als halbautomatische Nahkampfwaffe. Weil wenn ich mit der Waffe auf pure Distanz gehe, brauche ich auch eine Waffe, mit der ich im Nahkampf die Gegner wegkratzen kann. Das wird dann die hier. Somit kann das Institutgewehr dann auch weg. Hat auch sehr lang sehr gute DC leistet. Das Gewehr ärgert mich immer noch. Ich meine, wir haben jetzt. Ich muss auch jetzt bedenken. Ich habe dann nur diese 470 Schuss.
Und ich konnte zumindest mit den Zielfernrohr, den normalen, konnte ich ja zumindest auch noch nachts kämpfen. Also auf Räume kämpfen. Was mir dann mit dem Aufklärungszielfernrohr verwehrt bleibt. Nützlich, oder? Würde ich sagen. Weil das Aufklärungsding ist ja dann wirklich bloß die absolute weite Distanz. Und dann habe ich ja auch eine Skikont. Wenn ich ja nur auf weite Distanz gehe und kann damit halt nicht mal. Sie verliert ihre, naja. Auch wenn es uns ständig umbringen will. Immerhin ist es im Kampf. Around-Fähigkeit. Ja, der Sniper auf weite Distanz ist halt immer geil, aber. Kurzreichweite sind wir nur. Ist ja das, was ich brauche. Nee, das ist ja mehr. Das ist echt gleich dran gesummt. Nee. Ich kann auch auf das Nachtsichtvisier scheißen. Das brauche ich nicht. Weil selbst wenn ich jetzt hier stehe, es geht. Ist nicht so, dass ich direkt drauf bin, sondern es ist zwar schwieriger, aber es ist immer noch möglich. Und das ist mir wichtig. Okay, hier, Mods. Jetzt haben wir neben 300 Schuss die Knift hier mit. Weil die Werber echt öfters nehmen. Da wir eh keine Munition finden, will ich es einfach mal so lassen. Ich bin gerade mit Dünger. Die Waffe ist munitionstechnisch eigentlich ausreichend. Und in Zweifelsfall muss ich halt mit anderen Waffen kämpfen. Aber es wird eh alles mit einem Hit sterben. Genau. Als nächstes Wasser noch mitnehmen. Essen, trinken, extra kauen und dann nehmen wir noch ein paar Fusionskanonen auf Vorrat mit und dann geht es eigentlich schon los. Wir haben 62 Fabrik, 0 Fusionskerne. Out of nowhere. Den wir Piper auch echt ein paar mitgeben werden. Ich will nicht übertreiben, 30 Stück haben wir es einfach. Weil ja bei den Power-Rüstung schlugt auf Dauer doch richtig was an Energie. Weil ich Intelligenz noch nicht so hoch habe. Ja, müssen wir. Wir gehen jetzt auf Schleichen. Wir sorgen dafür, dass das Scheinwerfer noch mehr Schaden macht. Wie übertrieben. Die Damage macht er dann das Gauss-Gewehr. Wir werden es auf jeden Fall relativ zügig herausfinden. Hey, was kann. So, wir geben ihr natürlich. Wie viel habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow. Kann ich für dich tun? Piper? Du enttäuscht mich gerade. Auch gut. 3, 1, 1, 1, 1, 1. Hey, wohin? Schnapp's dir. Gern doch. Hol das.
Na klar. Heb das auf. Nimm das. Hört sich nach einem Plan an. Schnapp's dir. Gut. Hol das. Ja. Heb das auf. Na klar. Okay. Wir schlafen unsere 8 Stunden, essen, trinken, extra kauen und wir gehen zu Preston, knallen alles wieder, was uns im Weg steht. Allgemein, wir gehen es einfach noch durch. Kein Kommentar. Ja? Keine Ahnung, wie viele Blasen ich habe. So, noch was trinken. Dann auch in die Power-Rüstung. Und dann wollen wir losziehen. Welchen jeweils allererstes? Den fast leeren. Ein kurzer Überblick. 6666. Perfekt. Wir haben eine weitere Macht überlebt. Jetzt wissen Sie, wie es sich für mich anfühlt, immer in einer Metallhöhle eingeschlossen zu sein. Okay. Okay, Leute, dann würde ich sagen, was ist für heute? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir ballern in der nächsten Folge einfach nur noch durch. Wir gehen hier unten hin. Helfen denen hier bei ihren Aufgaben, gehen ins Polizeirevier, helfen Preston. Wir werden dann einen weiteren Außenposten vorziehen. Wir werden Ressourcen, wenn sammeln, hinschmeißen, Batsch. Siedler, die da sind, sind Versorgungssiedler. Alle. Die holen ohne Schrott, wenn es mir egal, was sie machen. Verteidigung, Raketentürme, das volle Programm. Mörser und was weiß der Geier, machen wir dahin. Die Festung wird eine Festung. Wenn einer da hingehen will, angreifen will, selber schuld. Gut. Dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.